Ja, hallo und willkommen zurück zu A New Beginning. Wir hatten ja hier unseren Datenkristall in das Terminal gesteckt und dieser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, hat uns ja gesagt, dass er die Daten nicht alle lesen kann. Und irgendwas vom Steckplatz erzählt. Da haben wir uns hier die Lampe rausgenommen. War sie hier oder hier? Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt muss ich euch sagen, ich habe hier etliche Male probiert, das Rätsel zu lösen. Habe es dann offline mal probiert und bin dann wirklich irgendwann mal drauf gekommen. Es war ein bisschen komisch. Jedenfalls müssen wir jetzt hier erstmal das Regal aktivieren. Und hier brennt eine Lampe. So, jetzt hab ich dann die Lampe. Ach, die haben wir hier drin, die Lampe. Die nehmen wir. Und die müssen wir dann hier reinstecken. Und hier sehen wir den Datenkristall. Und das habe ich einfach nicht so richtig hinbekommen. Jetzt habe ich es gefunden. Und den nehmen wir mal mit. Okay. So, jetzt haben wir hier einen Datenkristall. Hier war auch einer drin, den er nicht lesen kann. So, was machen wir jetzt? So, dann... Ach so, das Terminal war, glaube ich, beschädigt oder was? Keine Ahnung. Wir gehen mal hoch zum Salvador. Vielleicht lässt er uns ja mal an das Terminal. Jedenfalls reden wir den jetzt mal an, mal sehen. Ja. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Okay, und das war Platz? Schon mal richtig. Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur, er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Und dann... Oh je. Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier... Die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Okay. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung.
Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Okay. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Frag Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Gut, machen wir das. Gehen wir mal zu Delvin. Ach ja. So, Delvin, dann sag uns mal was. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Okay, wir brauchen doch nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Oder haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Nehmen wir mal das zweite. Haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Ich bin mittlerweile schon etwas zuversichtlicher. Es wird dennoch keine angenehme Reise. Wir brauchen doch nur ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Okay, was ist das? Ach, das ist unser Essen. Gut. Gehen wir nochmal runter. Hier ist nichts, oder? Lampe. Naja, also ich glaube, gehen wir noch mal runter. Erst hoch, dann runter. Na los. Hast du mit Delvin geredet? Ach so. Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du wirst deinen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Oh Gott, was hat er jetzt gesagt? 832100? Na gut. Okay, dann gehen wir mal ganz runter. Brauchen wir hier nicht mehr, oder? Nee. Geh mal. Na. Okay, was war hier? Schaukasten. Den gucken wir mal nochmal an. Er ist voller Ruß. Ich kann kaum noch was erkennen. Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung. Für Elise. Oh, das hatten wir wirklich schon. Entzückend, wie sie versuchen, ignorieren. Schallplatten gibt es überall. Vermutlich war es sogar die letzte. Gut, was machen wir nun? Ansehen, durchgucken, reden. Ja, irgendwie reagiert hier manchmal mein Spiel nicht. Oh, komm doch mal jetzt. So, öffnen, reden. Hallo? Es ist noch nicht zu spät, sich zu erkennen zu geben. Am Ende des Raumes war eine schwere Panzertür. Jemand versteckte sich auf der anderen Seite. Ich spürte es, ja. Es war die gleiche Person, die vorher meine Sonde gestohlen hat. Und woher wussten Sie das? Gut, das konnte ich da noch nicht wissen. Ja, das wussten wir ja nur schon. Aber wie komme ich jetzt hier hinter? Durchgucken. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster.
Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Die Wartungsklappe. Ich schaute durch die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Eine zweite Sonde wäre da sicherlich hilfreich gewesen. Es gab aber keine zweite. Und wenn? Dann hätte der Fremde auf der anderen Seite sie doch auch nur wieder eingesteckt. War ja nur so eine Idee. Okay, öffnen konnten wir die, glaube ich, nicht. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Tja, wie kommen wir denn nur hin? Hallo? Es ist noch nicht zu spät, sich zu erkennen zu geben. Okay, was machen wir? Was ist das denn? Zeitfunkgerät. Das können wir nicht gebrauchen, oder? Hey, ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Oh. Ui, es ging doch. Was war das denn jetzt? Weg! Aus! 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 Wer ist da? Hey, ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir! Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Oh Gott, wer bist du? Was ist hinter dieser Tür? Ich muss ins Medienarchiv. Ist Nigel hier? Ich gehe dann mal wieder. Erstmal fragen wir, wer das ist. Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Was ist hinter dieser Tür? Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin. Mein Zuhause. Ist Nigel hier? Ist Nigel hier irgendwo? Wer ist Nigel? Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Okay, ich muss ins Medienarchiv. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe diese Pillen hier. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lasse ich dich auch nicht rein. Was machen wir denn nun wieder? Ich gehe dann mal wieder. Okay. Und wie es dann mit diesen Unbekannten hinter der Tür weitergeht und wie wir dem was zu essen kochen könnten, das erkunden wir dann im nächsten Teil. Bis dahin, tschüss.